Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten. Akatoto beim Clan. Heute darf ich mal wieder sagen, Spenden. Ich bin im Clan Spenden, das gehört aber nicht zur Folge oder überhaupt zu meiner Serie hier. Warum ich hier bin, das werde ich euch gleich sagen. Ihr habt es ja schon so ein bisschen im Thumbnail vielleicht erahnen können, um was es heute geht. Also echt krasse Geschichte und ich bin jetzt einfach hier in die Aufnahme reingegangen, denn der Clankrieg läuft nicht mehr lange. Ich werde gleich auch noch mit meinem Rathaus 10, das habe ich schon vorbereitet, einen Live-Angriff machen. Mal gucken, wie sich der Doktor hier schlägt. Gucken wir mal, Clanburg wird jetzt gefriest. Oh, da geht ja ziemlich wenig in die Mitte. Und ihr seht das schon hier, so die Dörfer sind nicht gerade so super gut. Sie sind so ein bisschen mau. Auch vom, also nicht nur vom Gegner, sondern auch von uns. Ich gucke gleich ganz kurz rein. Aber ich kann hier nicht mehr so super lange in dem, jetzt muss ich grad, in dem Clan bleiben. Ein Stern hier, das ist natürlich mau. Das kann der Doktor besser, kann ich euch sagen. Denn 29 Minuten noch, ich muss noch einen Angriff machen und der Doktor hat hier, glaube ich, auch schon die 1 gezweiert, also er kann schon ein bisschen besser, 86%, und ich konnte diesem Clankrieg hier aber nichts abgewinnen, aber immerhin war es ein 50er Clankrieg, aber ich muss mich wirklich sputen, 28 Minuten, so lange wird diese Folge nicht gehen. Ich kann euch auch nicht wirklich was Tolles zeigen. Denn ich habe hier so gut wie nichts in diesem Clan getan. Ich bin hier... Ich lasse es laufen. Ich bin hier global reingerutscht durch so einen unglücklichen Umstand. Irgendwann abends habe ich in einem Clan, ich glaube, der Clan hieß Clan Power, habe ich angefragt. Beziehungsweise dort war ich drin. Habe auch ganz klar gesagt, ja, ich... das ist noch schon vor 2 Wochen gewesen. Der hatte mir geschrieben, komm mal in unseren Clan. Da war ich dann auch. Die hätten einen netten 10er Clankrieg gespielt, aber sie haben mich nicht mitgenommen. Das ist natürlich doof. Da war ich nicht sauer oder so. Aber ich bin dann rausgegangen, weil ich dann gesagt habe, als die Suche lief, kommt Leute, wenn ihr mich nicht mitnehmt, dann muss ich hier auch nicht bleiben und meine Zeit verplempern. Ist natürlich keine verplemperte Zeit. Ich hätte euch was zeigen können aus dem Clan. Aber ich habe gedacht, ich habe selber Bock auf Clankrieg. Und wenn ich beide Helden habe, dann habe ich dann einfach im Global so ein bisschen was gespendet. Ich glaube, ich wollte selber nur was in die Clanbuch haben. Und irgendjemand hat mich dann hier angeschrieben. Ich glaube, es war hier die Leaderin Zinta, die dann geschrieben hat, komm, du fehlst uns, wir wollen gleich starten. Und die spielen hier nur 50er CKs. Deswegen muss ich auch gleich nach der Aufnahme hier raus und starten die wieder und ich habe eine CK-Sperre. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf, denn ich will natürlich wieder bei euch spielen. Wie das Ganze aber aussehen kann, gerade jetzt zum Wochenende, werde ich euch dann erklären. Und gut gemacht. Das war ein Rathaus 11. Ja, so sah dieser Krampf hier die ganze Zeit aus. Es ist so ein bisschen so ein Global-CK. Ich weiß nicht, dieser Clan hier, da ist er selber mal. Sie ist auch nur mit dem Rathaus 9 unterwegs hier. Aber nee, ist ein 10er. Ich sehe es gerade, 7 Bowler. Aber nur mit Queen auf diesen 9er hier. Oh, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Farmclan, in den ich hier reingekommen bin. Die Farmclans machen in der Regel die Dörfer hier mit einem Stern. Und nehmen dann den Bonus mit. Ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Nehmen dann den Bonus mit. Haben wir im letzten CK übrigens auch gehabt. So einen Clan, der hat einfach die Dörfer gemacht. So gut wie es ging, hätte ich mal fast gesagt. Denn viele Clans sind... Da ist es wieder. Scheiße. Da ist es wieder, mein Tablet. Aber ich habe hier vorbereitet mein Handy. Das werdet ihr gleich sehen. Denn an dem werde ich gleich hier live angreifen. Also ich lasse es mir natürlich nicht nehmen. Aber wo war ich jetzt eben? Farmclan. Ja, Farmclan. Und die nehmen dann einfach nur die Ressourcen mit. Also es gibt ja gutes Gold, gutes Dunkles. Wenn du dann mit billigen Truppen angreifst, bleibt immer was bei über. Also du machst in jedem Fall Plus. Und wenn du so einen Clan dann erwischt, also ich kann es nicht ganz genau deuten. Es gibt hier einen Stamm. Aber es haben hier so unendlich viele nicht angegriffen. Und ihr habt es ja gerade gesehen, wir haben noch 25 Minuten jetzt gleich vielleicht bis zum Ende hier. Und dann ist das auch gewesen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Naja, habe ich einmal in den Eimer gegriffen. Da musste ich jetzt durch. Aber ich kämpfe natürlich Avatar standardsgemäß. Also ich mache meine beiden Angriffe. Und ich glaube, ich kann euch einfach mal meinen ersten zeigen. Ich glaube, ich mache sie eigentlich auch ganz gut. Oh, ich hatte noch einen Angriff auf mich. Geil, die 21 hat mich gedreiert. Ey, super. Naja, tolle Wurst.
Aber egal, sicherlich so ein Angie-Account. Ich gucke jetzt mal in die 21 rein. 21 ist er hier gewesen, der mich gedreiert hat. Jo, ist klar. Alles klar, Kollege. Hast du gut gemacht. Und dann zeige ich euch wenigstens einmal meinen ersten. Habt ihr jetzt gerade schon gesehen, ist ein 3-Sterner. Aber ich denke mal 10 auf 10. Das ist so, ja, ich habe hier nachgefragt, wie soll ich den angreifen und wen. Ja, so in meiner Range. Das ist so meine Range hier. 13 auf 15, glaube ich. Ist so ein bisschen meine Range. Ich hatte sogar die passenden Clanbuchtruppen. Man glaubt es kaum. Ich habe heute den ganzen beschissenen Tag auf Clanbuchtruppen gewartet. Auf die richtigen Clanbuchtruppen. Der Clan heißt Spenden und eigentlich steht in der Beschreibung drin, wer falsch spendet, fliegt. Aber in der Regel weiß ich nicht, wer falsch spendet. Also ich wollte einfach nur Valkyren für den Clankrieg haben und habe die auch beim ersten Angriff perfekt bekommen. Nur beim zweiten Angriff jetzt irgendwie nicht. Ich hatte einen Pekka drin, ich hatte Bola drin, ich hatte ein paar Bartstruppen drin. Keine Ahnung. Ich habe dann auch schon in meine Anforderungsbeschreibung reingeschrieben. Nächster Versuch, bitte spendet mir falsch. Ich will nur 3 Valkyren und oder 4 Valkyren und ein bisschen Beiwerk. Ich bin nicht verrückt geworden hier, aber es hat mich schon ein bisschen angekotzt, muss ich sagen. Und wenn ihr gleich meine Clanburg seht, die waren immer noch nicht in der Lage, mir mal 4 Valkyren zu geben. Ist mir jetzt aber auch gleich scheißegal. Ich mache hier gleich meinen zweiten Angriff und dann ist auch gut und dann bin ich auch weg. Wohin ich dann gehe, das weiß ich noch nicht. Das werdet ihr hoffentlich dann wissen. Also das werdet ihr hoffentlich dann wissen. Denn ich möchte ganz gerne zu euch am Wochenende kommen. Aber erstmal gucken wir uns hier den schönen Gola Loon an. Ihr seht hier die Masse an Loons, die jetzt noch über sind. Ich habe auch so ein bisschen, ich will nicht sagen geübt, diese Taktik, aber in allen Rathausbereichen, glaube ich, ist im Moment irgendwas mit Ballons. Ich betone das mal mit Ballons, ne? Ballons. Auch diese Schreibweise ist diesen Menschen in diesem Clan teilweise geläufig. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und naja. Ich habe den ganz, ganz gut gemacht hier, glaube ich. Mit 3 Sternen. Ich meine, es sind 3 Sterne, die gehen jetzt auf mein Konto. Also muss man es ja auch sehen. Kriegssterne sammeln. Ist auch ein kleines Hobby hier in Clash of Clans von jedem, hoffe ich mal. Und von daher, ich will mich nicht weiter aufregen. Ist nichts für mein Herz. Ich springe jetzt gleich auf das Handy hier. Und letzter Hund auch nicht geplatzt. Ich denke mal, war ganz gut. Ich habe jetzt wieder einen Gola Loon vorbereitet. Mal sehen, ob der auch live ganz gut wird. Und haben wir denn noch ein bisschen Zeit? Ach, wir haben ja noch alle Zeit der Welt hier. Aber live kriegen wir eh nichts mehr rein, denn ihr seht das hier. Die Masse greift hier gar nicht erst an. Na, hier sind einfach so ein paar, aber die sind auch neu. Der Chris hier ist mittlerweile zwischendurch einmal gekickt worden, greift jetzt aber auch nicht an. Der ist gekickt worden vom 45er, vom Ferret. Der hat auch nicht angegriffen, ne, der hat einfach gar nichts gemacht. Der ist dann gekickt worden, glücklicherweise, denn der war hier einer der Ältesten. Also wer hier Ältester war, der hatte die ganzen Neuen teilweise rauskicken können, die dann aus dem Global kamen, um diesen Clankrieg hier zu füllen. Jugo, Betrugo, auch nicht angegriffen. Einige machen nur einen Angriff. LOL ist gleich ganz raus. Ach, grauenhaft, echt grauenhaft. Also eigentlich ist der Clan gar nicht mal so schlecht. Na, herzlich willkommen, Clanspenden im Clanspenden. Ja, ich habe auch gut gespendet. Das seht ihr hier. Denn ich bin hier genau einen Tag oder jetzt den zweiten Tag im Kampftag 623. Also ich habe mich genau, glaube ich, daran gehalten. Bin jetzt auch auf Rot gegangen und muss hier jetzt auch gleich fürchterlich schnell raus. Also ich denke mal, wir springen eben nochmal auf das Handy. Das habe ich hier vorbereitet für euch. Habe ich es wirklich vorbereitet? Ja, das habe ich hier vorbereitet für euch. Ihr seht das schon. Ab und zu teste ich auch mal ganz, ganz, ganz gerne wieder mal meine Apps, mit der man auch aufnehmen kann, streamen kann, was auch immer. Und ich glaube, die Stream Mirroring App, das ist ein katastrophaler Name, die ist nach wie vor sehr, sehr gut und wird ständig weiterentwickelt. Ich habe sie auch gekauft, so eine App kostet ein paar Euro. Sonst kannst du sie nicht in 1080p benutzen, sondern nur 720. Und sie hat unendlich viele Möglichkeiten zum Einstellen. Da springe ich jetzt drauf und dann machen wir einen Live-Angriff. Okay, hier sind wir jetzt auf meinem Handy und ich glaube, selbst wenn ich so ein bisschen hin und her scrolle, haben wir so gut wie keine Klötzchenbildung mehr in dieser App. Also sie ist wirklich stetig optimiert worden. Ja, so ein ganz, ganz kleines bisschen hakt das so ein bisschen nach. Ich sehe das in der Aufnahmesoftware übrigens so ein ganz, ganz kleines Stück später. Deswegen kann es sein,
dass wenn ich manchmal etwas sage, dass ihr das so ein Zehntelsekündchen später im Video eigentlich erst seht. Und jetzt muss ich mal eben mein Mikro so ein bisschen rumnehmen. Ihr kennt das, ich muss meine Brille absetzen, ich brauche dringend eine neue. Aber ihr wisst ja, alte Leute wollen sich nicht eingestehen, dass sie auch irgendwann mal eine Gleitsichtbrille brauchen. Also erstmal Killerblick aufgesetzt und dann gehen wir hier rein. Ich habe gedacht, ich mache frische 2 oder 3 Sterne auf diese Base hier. Mal schauen, ob mir das gelingt. Sie ist jetzt nicht so super stark. Ich meine, sie hat immerhin Infernus hier, die Multis auf. Level 3 hat auch ganz, ganz nette Def. Aber mal sehen, wir gehen mal rein und ihr seht das hier, ich habe es euch ja eben erklärt, die haben es nicht geschafft, mir hier 4 beschissene Valkyren reinzugeben. Jetzt habe ich hier einen Bola und einen Loon. Es ist mir jetzt auch egal. Es ist mir jetzt auch wirklich sowas von egal. Wir gehen jetzt auf Attack und ich bin ganz nett, glaube ich, im Weil-Islam-Verbund. Bin ich nett verbunden? Ja, ich bin nett verbunden, 1944. Gott, der Toto, der gibt ja alles preis von sich hier. Ist klar, dass ich wieder nur abends aufnehmen kann, tagsüber muss ich wie viele von euch auch leider ein bisschen arbeiten. So, also gehen wir erstmal mit dem Golem bzw. mit dem Bogi hier vor. Erstmal die kleine Baute wegmachen. Nicht, dass wir die am Ende vergessen. Und dann stürzen wir uns hier mal mit unserem Golem hier rein. Hier muss ich mal eben zwei Magier nehmen. So, dann nehmen wir hier die Karre. Oh, ich habe Mauerbrecher. Ich habe Mauerbrecher zur Unterstützung der Karre, dass sie ein bisschen schneller reingeht. Und ich würde sagen, wir nehmen die Helden hier mit. Sprungzauber habe ich jetzt keinen. Ja, brauche ich auch nicht wirklich. So, okay. Dann lasse ich mich jetzt mal überraschen, wie das hier so weitergeht. So. Das passt aber noch ganz gut. Da kommt die Clanburg. Die müssen wir jetzt so ein bisschen giften, würde ich mal so sagen. Und was macht meine Queen? Okay, die macht erstmal den Bogenschützenturm und muss jetzt aber die Clanburg irgendwie schaffen. Ja, der Feger war eigentlich die Schlüsselfigur hier. Der eine Feger da, der den King, beziehungsweise den King gerade gemacht hat. Und dann kann ich jetzt nämlich hier auch von hier wieder mit meinen Loons hier reingehen und nehme hier meine beiden. Wo ist die nächste Luftabwehr? Die ist da. Okay, ich nehme einfach mal meine beiden Hunde. So, die nehmen wir mal darauf. Die nehmen wir hier rauf. Und mal sehen, wo uns jetzt die Meute hintreibt. Oh, oh, der Fries war scheiße. Der Fries war, glaube ich, nicht so gut. Aber ich denke mal... oh, nein, 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 nein. Oh, die müssen wieder zurückfliegen. Ah, ja, 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 ja. Da hab ich mal wieder nicht aufgepasst. Die müssen zurückfliegen. Und meine Hunde sind jetzt schon hin. Ja, ich glaube, hier ist der nochmal ganz gut aufgehoben. Da ist er nochmal ganz gut aufgehoben, der Eil. Die eilen jetzt darüber, jawohl. Okay, das haben wir gepackt. Ich glaube, Cleanup wird eng. Cleanup wird eng. Ich hab noch ein Eil über, super. Ich habe noch ein Eil über, so. Ja, passt, glaube ich. Oh, Mann, Mann, Mann. 49 Sekunden, ich habe einen Zuschauer. Oh, das wird eine enge Kiste. Das war mein erster Angriff auch schon, weil ich da auch fast nur noch Loons über hatte. Ja, da habe ich mich jetzt so ein bisschen verguckt. Naja, ist nicht so schlimm. Ich gucke jetzt mal nach vorne ins Bild. Ich nehme mal eben die Aufnahmesoftware ein bisschen nach vorne. So. Dann kann das hier unten, glaube ich, ruhig. Mal sehen. 30 Sekunden. Oh, 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 oh. Da hinten Magier, Magier. Ja, der könnte das da. Der müsste das eigentlich packen. Der müsste das eigentlich packen. 20 Sekunden haben wir noch. Schade, es wird nur 2 Sterne. Es wird nur 2 Sterne. Das schaffen wir leider nicht. Hier unten ist jetzt zwar nichts mehr offen, aber ich denke mal, da müssten sich die Loons jetzt richtig ranhalten. Komm, der Lucky noch vielleicht. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Willkommen, Toto, im Club der 99er. Scheiße. Na egal. Komm. Alles cool. Alles cool. Ich schalte jetzt wieder um auf den PC. Ist nicht so schlimm. Sehr ärgerlich. Es sind 2 Sterne für mich. Mal sehen. Oh, es greift noch jemand an. Komm, das nehmen wir noch mit rein. Mal sehen. Aber ich glaube, das wird auch ein Angriff für die Tonne hier. Wie so vieles. 41%. Mal sehen, ob es überhaupt noch ein Stern wird. Da sagt auch hier niemand, oh, schade, Toto. Oder so. Hm. Naja, komm. Ich werde jetzt gleich rausgehen, dann werde ich euch erklären, wie es weitergeht. Und dann hoffe ich, dass ihr mir das hier unten unter dem Video in die Kommentare schreibt. Wäre wirklich super. Ich würde mich
ich würde mich richtig freuen, wenn ich euch am Wochenende vor allen Dingen treffe. Das ist ja okay. Oh, das waren noch 2 Sterne. Ah, nicht schlecht. Okay, es waren noch 2 Sterne, aber es waren auch. Es waren einfach nur 2 Sterne. So, ich will jetzt mal eben wieder hier rausgehen. Ich baue die Truppe nach, ein bisschen üben, schadet ja nicht. Aber ich springe jetzt eben wieder auf den PC. Und dann sage ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe mich bereits verabschiedet. Warum? Zinter fragt, warum ziehe ich weiter? Ja, jetzt könnte ich natürlich schreiben, weil das ein Wander-Account ist. Und ich möchte aber ganz gern zu euch wandern am Wochenende. Also, wenn ihr einen schönen 40er, 50er, 30er oder so spielt, am Samstagabend, dann möchte ich ja wieder ganz gerne streamen. Ihr kennt so meine Uhrzeit, 21 Uhr circa, denke ich, werden wir beginnen. Also, wenn ihr ein cooler Clan seid, abends schön so ein bisschen Clash of Clans spielen wollt, sehen wollt vielleicht auf meinem Kanal oder so, dann hier unten drunter in die Kommentare das Ganze schreiben. Ich werde jetzt in den Clan Spätzle mit Soße kurz gehen, so einen Tag, denke ich mal, oder so einen halben Tag, werde dann irgendwann frei sein. Und wenn ihr aber was Cooles habt, dann lasst es mich einfach wissen, ich komme dann zu euch. Wir machen uns einen schönen Samstagabend und schwenken natürlich wieder auf die anderen Rathäuser, klönen so ein bisschen, clashen so ein bisschen und ich würde mich auf jeden Fall auf euch freuen. Und ich würde sagen, ja, ich kannst doch aufhören zu wandern und viele Sterne sammeln. Ich werde Ihnen jetzt mal erklären, was die Sache ist und dann bin ich aber raus. Bis dahin, euer Toto. Clasht. Jetzt muss ich immer die F9-Taste finden, um auch wirklich Schluss zu machen. Ciao.